Hallo und herzlich willkommen zu unserem Weekly. Hey, wenn ich doof bin, musst du nicht mitmachen. Es reicht, wenn einer doof ist. Zu unserem Weekly am Samstag mit jeder Menge Post, Neuigkeiten, Omas und... Babi, Bubi, die Babi. Du kommst mir vor wie der Stan in Monkey Island, der macht auch immer die ganze Zeit so. Okay, was war die Woche so Neues los? Punkt 1. Die Nani hat ihr Winterfell geschnitten bekommen. Ja, ich habe Friseur gespielt. Die Hani auch. Nein, die Hani hat auch Friseur gespielt. Nein. Was war noch so los? Das andere, wir sind erstens ganz, ganz wichtig für die, die es noch nicht wissen. Was hat sich heute in den Händen? Wir sind wieder auf Twitch zurück, denn Hitbox ist ja... Gesund, kleiner. Ist ja schon kurz vorm Aussterben und deswegen haben wir uns überlegt, gehen wir lieber, solange wir es noch entscheiden können, zurück auf Twitch. Also wer es noch nicht weiß, schaut mal unsere Streamankündigung. Wir sind jetzt wieder auf Twitch. Das andere, was wichtig war, wir gucken jetzt gerade, dass vielleicht noch so ein oder andere angezockt mit reinzubringen, um so ein bisschen zu schauen, was wir demnächst auf dem Kanal noch an ein paar Folgen bringen. Das erste Mal bei mir, Warhammer Gothic, was nicht ganz so gut bei euch angekommen ist. Deswegen mal schauen, ob ich davon nochmal was zeigen werde. Aber wahrscheinlich, wenn dann, nur in einem Stream. Stream? Im Mai, der ja auch bald jetzt schon ansteht, kommt ja dann Uncharted 4. Das zeige ich definitiv. Ich überlege gerade, ist bei mir auch noch irgendwas? Bei mir war eigentlich jetzt gerade gar nicht so Special-mäßiges, außer dass heute nochmal, jetzt wenn das Weekly kommt, habt ihr das wahrscheinlich schon gesehen, wenn nicht, unbedingt reingucken. Heute kam nämlich noch eine extra Folge Riding Out, wo ich die neuen Gangarten gezeigt habe vom Pferd und Reiten aus Reitersicht. Amazing! Ah. Genau, bei mir ist es so, Zelda ist ja noch ein bisschen hin, bis das, dann gucke ich mal, was ich danach dann in den Bereich von Zelda bringen werde, weil ich will ja gucken, dass ich auf den Slot vergleichbares Spiel bringe. Vor kurzem kam jetzt der Trailer zu Outlast 2 und das sieht schon richtig übel aus, also da bin ich mal, werden sich die Hunde gerade gegenseitig putzen. Aber da bin ich auch mal gespannt, wie das dann wird. Natürlich Uncharted 4 zeige ich auf jeden Fall auf dem Kanal, der kommt dann auf dem Slot, wo aktuell die angezockt sind. Also auf dem vierten Slot von mir quasi. Weiterhin gucken wir, dass wir in Ark demnächst da mal schauen, dass wir auch mal auf die anderen Inseln kommen. Da mal ein paar andere Dinos sehen. Da hängen wir momentan gerade ein bisschen fest. Vielleicht packen wir uns mal ein bisschen Materialien ein und gehen dann auf eine Exkursion. Exkursion? Ja, aber wir sind also ziemlich fest. Ich würde einfach sagen, jeder nimmt sich so seine Hauptdinos mit. Dann ich quasi meine Skorpion-Team und vielleicht Blutata mit quasi. Ich meine, dass jeder halt so sagt, so ein paar Dinos nimmt er halt mit. Dann nehmen wir halt noch vielleicht die wichtigsten mit und die anderen bewachen das zu Hause quasi. Ja, ich würde auf jeden Fall auch vorschlagen, dass man, wenn man wirklich oben in Richtung Schneewelt geht, das ist ja doch ziemlich weit weg, ja, dass man dann einfach, wie gesagt, noch so ein kleines Außenlager errichtet, ja. Falls man da oben auch mal stirbt, da hat man nämlich Pech. Ihr bekommt es ja selber mit, wir brauchen teilweise eine halbe bis eine ganze Folge für den Hinweg und den Rest auch wieder zurück, deswegen sind wir vor Ort, dann teilweise nur noch so 2-3 Minuten, deswegen müssen wir uns eigentlich bewegen, also so einen Camper sollten wir mitnehmen. Vielleicht können wir nicht ein Haus auf dem Bronto bauen? Geht das nicht? Du kannst auch so eine Plattform auf dem Bronto bauen. Echt jetzt? Mhm. Wirklich? Ja, kein Witz, du kannst echt eine Plattform auf dem Bronto bauen. Du kannst eine Plattform auf dem Bronto bauen. Du kannst eine Multireise-Plattform auf dem Bronto bauen, das ist kein Witz. Aber ein Haus? Ja, was ist denn das? Das ist ein Camper quasi. Du kannst bestimmt Schlafsäcke oder ein Bett drauf bauen auf die Plattform. Das reicht ja schon. Mal schauen. In Minecraft gucken wir jetzt, dass wir da natürlich ein bisschen weiterkommen in Richtung The End, habe ich ja schon erzählt. Danach zu dem Community-Server, ihr könnt euch immer noch natürlich bewerben. Die Bewerbungen sind nicht geschlossen. Wir werden noch gucken, ob wir an den Stream-Tagen oder wir überlegen uns auch, ob wir generell den Server offener machen. Dann habt ihr natürlich wieder das, worauf ihr ein bisschen achten müsst, dass ihr dann natürlich nur auf die dann begrenzt quasi die Spieleranzahl, die Leute, die auf dem Server draufpassen. Dann müssen wir auch mal gucken, ob wir das dann noch ein bisschen erweitern. Ja, genau. Außerdem haben wir natürlich davor, noch einige Minispiele reinzubauen, was das Minecraft-Projekt ändern wird. Das heißt, wir werden das wahrscheinlich ab nächster Woche so machen, dass es wieder so sein wird, wie wir es schon mal hatten. Unter der Woche kommen 5 Survival-Folgen, am Wochenende kommen dann 2 Kreativ-Folgen auf dem Minecraft-Server, da wir jetzt schon so ein bisschen anfangen wollen, die Minispiele zu erschaffen.
Und das wollen wir dann, falls ihr habt, könnt ihr auch vorschlagen. Natürlich könnt ihr die ganzen Sachen auf dem Server auch noch selber testen, wenn sie fertig sind, sodass wir ein bisschen nach euren Vorstellungen den Server gestalten. Und sagen wir mal, wenn ihr wollt, hey, wir hätten gerne Jumping Puzzle, klar, und dann bauen wir das Ganze einfach und setzen das damit in die Welt rein. Heute übrigens im Stream versuchen wir das Ganze als PvP-Event aufzuziehen. Aktuell läuft der Server gerade noch ein bisschen unflüssig. Wir wissen noch nicht genau, warum das ist, aber ja, da arbeitet der Willi auch noch mit dem Hendo und dem Luke im Hochdruck dann. Da auch nochmal vielen Dank in der Hinsicht, weil wir haben einfach das Know-how dafür nicht. Ja, wir können, das stimmt. Wir können Sachen gut mit Content teilweise füllen. Also ich zumindest, das habe ich auch gelernt, aber einen Server verwalten. Ich habe auch mal was ganz Tolles geplant, aber das möchte ich euch noch nicht verraten, weil ich noch nicht weiß, ob das so klappt, wie ich es mir vorstelle, und ich weiß auch noch nicht, wann es klappt. Dann natürlich auch noch die Sache, dass wir bei Empyrean auch noch einen Server haben für 3 Monate, und da gucken wir mal, dass wir da regelmäßig dann Streams doch mal vielleicht. Wir haben vor, auch noch ein kleines Angezockt-Projekt davon zu machen, und da gucken wir mal, ob wir da vielleicht dann auf dem Server da so ein bisschen was machen. Aber das ist noch nicht so ganz sicher, das müssen wir alles noch ein bisschen abklären, weil das Problem ist ja, dass wir haben ja so viele Together-Projekte, da auch nochmal in eigener Sache. Bitte, 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 wenn mal sowas wie Ark oder Minecraft nicht gegen 2 oder 3 kommt, wo wir es ungefähr immer einplanen wollen, dann liegt das nicht daran, dass wir irgendwas vergessen haben oder sowas, dann liegt es meistens daran, dass wir ja mit anderen Leuten zusammen aufnehmen und manchmal einfach nicht die Möglichkeit haben, es früher aufzunehmen. Und genau, deswegen kommt das Ganze einfach ein bisschen später. Gerade Donnerstags und Freitags ist es dann schwierig, weil dann bin ich ja nachmittags erstmal 3 Stunden aus dem Haus fürs Reiten. Ist quasi ja da, ja. Das heißt, dann kann ich mich nicht um die Thumbnails kümmern, denn die Programme und die Schriftarten und was nicht alles habe ich dafür auf meinem PC. Ist übrigens auch der Grund, warum wir keinen Uploadplan mit Uhrzeiten haben. Weil wenn wir sagen würden, okay, die kommt eh jeden Tag ungefähr 14, 15 Uhr, dann könnten wir das Ganze auch in einen zeitlichen Uploadplan machen. Und das ist genau der Grund, warum wir das nicht haben, weil wir garantieren können, dass die Folge, wenn nicht irgendwas höherer Gewaltsmäßiges kommt, kommt die Folge definitiv an dem Tag. Aber für mehr können wir aktuell aber nicht garantieren, da wir zu viele Sachen haben mit anderen zusammen. Also das nochmal so als Info. Wir planen natürlich so die gewisse Zeit. Minecraft gegen 1 oder 2, Ark ungefähr 1 Stunde später, Zelda dann nochmal danach. So, das sind so ungefähr die Planungen von meinen Zeiten, Kadis Zeiten davor. Das ist ungefähr so die Einheitszeit, an die sich bitte. Aber das ist definitiv nur, was wir versuchen, nicht was jetzt unbedingt dann richtig sicher so sein muss. Aber genau. Bevor wir weiter lange rumreden und die Sachen haben, ja, wir natürlich noch einiges vor heute. Jede Menge Briefe, und da auch nochmal an euch, bitte, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gelesen, fragt da nicht immer so unbedingt nach, ist jetzt, wann kommt denn jetzt endlich mein Brief dran und sowas. Wir machen die alle nach der Reihenfolge, genauso ist es auch bei den Autogrammkarten und bei den Serverbewerbungen. Also wir machen, so gut wir die ganze Sache können. Seid ihr euch nicht sicher bei den Serverbewerbungen, dass eure Bewerbung angekommen ist, schreibt ruhig noch eine, aber das ist nicht schlimm. Schreibt bitte dazu, dass es eure zweite Bewerbung ist. Schreibt irgendwas am Anfang da rein, sowas wie Sicherheitsbewerbung, zweite Bewerbung, was auch immer, dass wir wissen können, wir gucken direkt schon mal, wenn ihr euch bewerbt, nach, seid ihr eigentlich schon in der Liste drin. Nicht, dass wir dann immer nochmal eure Bewerbung jeweils nochmal bearbeiten und dann merken, huch, ihr seid ja schon drin gewesen. Da checken wir das nämlich am Anfang dann direkt. So. Die beiden Briefe sind von der Wiebke. Sie hat nämlich für dich und für mich einen Brief geschrieben. Wenn ein Briefumschlag in einem Briefumschlag drinsteckt, ist es manchmal schwierig, ihn rauszubekommen. Und zwar schreibt sie bei mir: Liebe Kadi, ich schaue von dir Alicia Online Stars. So, der hier ist auch von der Wiebke. Und da war jetzt kurz Und da war jetzt gerade die Kamera voll, deswegen mussten wir kurz das ersten Teil vom Wiggly rüberschieben. Aber jetzt geht's direkt mit deinem Brief weiter, Wiebke. Genau. Und bei mir hat sie geschrieben: Liebe Kadi, ich schaue von dir Alicia Online Star Stable Sims 4. Kadis Wins and Fails, die ich heute auch noch wieder aufnehmen muss. Ich versuche heute Wailele aufzunehmen. Bitte hör nie mit YouTube auf, okay? Versprich es mir, ja? Das ist absolut gar nicht geplant, dass da irgendwie ein Ende in Sicht wäre. Also ganz genau. Musst dir keine Sorgen machen. Bin auf SSO Biancas Low Night und im Stream Bibiline. Ah! Bin leider auf Server 2, kann ja aber trotzdem Post schreiben in SSO. Dann stehen hier unten nochmal SSO Lisch hier online. PS, bitte Autogrammkarte, der Brief liegt schon hier. Ganz genau. Hab dich lieb, deine Wiebke, aka Bibi. Vielen, vielen lieben Dank, dir voll süß. Da hat sie noch ein Bild ausgedruckt und drauf geklebt. Bei mir auch. Bei mir steht: Lieber Fabi, ich hoffe, meine Schrift kann man lesen und sie ist deutlich genug. Ja, ich liebe deine Minecraft-Videos. Bitte hör nie auf, Videos zu machen. SSO heiße ich.
B. Hups, falscher Brief. Jetzt wollte ich einen Kadis Brief schreiben. Naja, egal. Hab dich lieb, deine Bibi. Vielen lieben Dank. Sehr schön. So, den packe ich mir auch nochmal kurz hier. Ich habe gemerkt, wenn ich das jetzt hier nach unten ziehe, dann sehe ich so aus, als hätte ich das Gesicht von Buhu. Guck. Ja, Buhu hat eine Kapuze auf. Dann haben oder? Wir hier... Sieht das doch nicht so aus im Video? Ja, sehr gut. Oh, eine Karte. Ja, Marienhöhe in Würzburg. Das ist hier ein. Hey, das ist gar nicht mal so weit weg, wo ich herkomme. Hallo, Kadi. Wenn ich unsere Worte verbinde. Hallo, Kadi. Hallo, Fabi. Darf vorgelesen werden. Wie geht es euch denn? Tut mir leid, dass ich schon wieder nichts für euch dabei ist. Aber ich bin gerade in Würzburg. Mittlerweile schon schaue ich auch Minecraft. Somit endet aber auch die Karte. Sorry für die Schrift, eure Maria. Vielen lieben Dank, Maria. Dankeschön. Und auch danke für deine Karte. Ich finde das süß, dass ihr auch mal so Postkarten schickt, muss ich sagen. Postkarten können wir echt erstmal super easy schnell reinnehmen. Das ist der eine Vorteil. Und wir sehen auch so ein bisschen, wo ihr gerade so unterwegs seid. Deswegen immer gerne. Das stimmt. So, dann haben wir jetzt noch einen Brief, dann haben wir noch ein Päckchen. Genau. So, liebe Kadi, ich heiße in SSO Helena Heidfurt. Ich möchte eine Autogrammkarte, wäre nett, wenn ihr mir eine schickt. Ich habe noch einen Rückumschlag. Ist schon dabei abgelegt. Alles klar, du. Auf jeden Fall. Vielen Dank für deinen Brief. Überhaupt gar kein Thema. Kriegst du das Päckchen auf? Ja, irgendwie kriegen wir das schon hin. Dieses Päckchen besteht zu 90% aus Tesafilm, aus Panzertape. Wedel dich mal mit dem Cutter so rum. Die Nani kommt schon direkt. Uns ist aufgefallen, dass wir, wenn ich das richtig gesehen habe, letzte Woche genau vom selben Absender schon einen Brief hatten. Echt? Die Nani guckt schon. So. Oh, jetzt guckt sie nach vorne. Nani Fanservice, du bist viel zu selten in letzter Zeit zu sehen gewesen, Nani, weil du mal geschlafen hast im Video und so. Oh, guck mal. Oh. Da kommt auch schon der andere Hund. Oh, Peppa. Oh ja, das ist ja voller Leckerchen. Jetzt habe ich Haare im Mund von der Nani. Und. Was zum Teufel? Das ist ja. Dieses Paket besteht zu 90% außen aus Tesafilm und innen aus Hundeleckerchen. Hier ist was zum Naschen drin. Oh, zum Naschen, das ist bei mir genau in der Richtung drin. Dann lese ich das Ganze jetzt vor. Oh, die Dinger sind so cool. Diese Teile. Oh Gott. Die sind so geil. Die gab es doch immer beim Arzt oder sowas. Hatten die auch wir mal hatten so die bei uns mehr, wir hatten die bei uns beim Getränkeladen. Liebe Kalle, lieber Fabi, dank euren Videos bin ich schnell wieder gesund geworden. Ich hatte ja im letzten Brief geschrieben, dass ich einen Tumor im Kopf habe. Dieser war dann zum Glück doch gutartig und wird auch nicht wiederkommen. Für die Hundis und euch habe ich was zum Knabbern reingepackt und ein selbstgemachtes Holzpuzzle. Also viel Spaß beim Zusammenbauen. Liebe Grüße, Jana Lightmountain. Oh, PS, Bilder sind cool. Auch dabei. Das ist echt eine richtig gute Nachricht. Richtig also das Anfang Nachricht. Wirklich, wir haben uns wirklich Sorgen gemacht. Das ist halt... war das nicht, wenn ich mich jetzt ganz irre, der Brief, den wir selber lesen sollten und nicht vorlesen sollten? Ja, dann an alle die letzten Videos so ein bisschen verfolgt haben, da wo wir was gelesen haben, was wir nicht vorlesen durften, ging es quasi genau darum und das hat uns ganz schön mitgenommen, weil das war ein Brief, wo wir echt... Wo wir wirklich so gedacht haben, auch shit, das ist nicht leicht für diejenige und haben wir vielleicht auch gemerkt, dass uns das nicht ganz am... ob es vorbeigegangen ist. Also, nein, das ist da bin ich echt froh, dass es dir da wieder gut geht und vielen lieben Dank für dein Paket und das Beste daran ist wirklich die guten Nachrichten. Ja. Da bin ich echt richtig happy drüber. Jetzt haben wir hier noch einen Brief mit Bildern. Viel Spaß beim Zusammenbauen, ist selber gemacht. Bin ich auch schon gespannt drauf. Nani, das ist nichts mehr für... Oh, wie soll sie sich jetzt an mich kuscheln? Da wir gerade ein bisschen wenig Platz haben, würde ich sagen, packe ich das dann nachher aus. Ich zeige das dann einfach im nächsten Weekly nochmal rein. Nicht, dass wir jetzt hier dann irgendwie noch was davon verlieren. Ich lege mir das direkt hier... Oder packst du mir hier oben hin, dann mache ich es mir gleich direkt noch auf. Ich würde sagen, wir packen das aber morgen einfach ins Weekly rein. Das macht es unkomplizierter dann. Ah. Ich habe mein SSO Fat Sky Diamond. Das ist
das schwarze friesische Sportpferd, was bei mir Midnight Blaze heißt. Das ist total gut gezeichnet. Hier ist auch noch eins. Das fand ich wirklich gut. Wow. Mal leicht, muss mal gucken, dass ich da nicht... Ach, guck mal, Suicune. Oder nicht, Suicune. Ja, ich würde sagen, gerade das E sprichst du nicht. Ja, mein Gott. Vielen Dank auf jeden Fall das für dein Paket. Cool. Und sicher, das wird erst ein bisschen dunkler, wir doch das Lichtfeuer anmachen sollen, aber nee. Und... Du hast ordentlich viel Tape auf jeden Fall verwendet. Naja, das muss ja auch alles gesichert werden. Du packst quasi genauso Sachen wie ich ein, einfach. Du machst einfach nur Papier und dann nimmst du Tesafilm noch. Ja, also einfach kreatives Chaos. Ach, aber mir sagst du immer, ich soll aufräumen. Das ist mein kreatives Chaos. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Oh je, jetzt habe ich schon Fingernägel. Gleich habe ich keine mehr. Stunden später. Das ist der Grund, warum wir das Puzzle erst nachher aufmachen. Ansonsten könnten wir es im Speedraffer, im Zeitraffer durchlaufen lassen. Ach, guck mal hier. Hey, das die Karten. Ich muss mal schauen, dass ich mein Deck nochmal irgendwo raushole. Ich habe ja leider keine Möglichkeit, gegen Leute zu spielen. Weil wir hier nicht so einen Laden mehr in der Nähe haben. Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Ja, yeah, das ist ja cool. Heute natürlich dann übrigens der Stream auf dem Community-Server, wo wir gucken, dass wir das PvP-Event hinbekommen. Falls wir es nicht hinbekommen, werden wir erstmal so ein bisschen mit euch da den Abend auf dem Server verbringen und ein bisschen rumbasteln. Also sehr, sehr cool. Ich bin auch schon sehr gespannt auf das Puzzle. Wie gesagt, das kommt dann morgen rein. Ganz genau. Jetzt liegt die Nani einfach hier da. Nani liegt gerade mit dem Kopf auf den Rückumschlägen. Also kommt leider nicht zurück. Nani will die Briefumschläge behalten. Sie tauscht Briefumschläge gegen Leckerchen. Das habe ich dann wieder sehr clever gemacht. Auf jeden Fall vielen lieben Dank. Mal wieder jede Menge Leckerchen für die Hundis. Wir haben noch, immer noch welche von den letzten übrig. Aber so geht es auf jeden Fall nicht aus. Das stimmt. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Auf jeden Fall schönes Wochenende euch schon mal. Bis morgen und vielleicht bis heute zum Stream. Natürlich nicht vergessen, auf Twitch. Also dann.